fehlgeleitete Suchprotokoll hin. 14 Frames, was soll denn das? Dann müsste ich ja eigentlich die Aufnahme gleich nochmal beenden. Einfach um zu gucken, ob das hier überhaupt was wird. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Aber ich will nicht aufhören. Ich will wenigstens noch Sokolov rausbringen. Was macht denn der Warp da drüben? Haben wir den ausgesperrt? Da drüben geht es ja jetzt gar nicht mehr lang. Der ist jetzt da hinten. Das heißt, es gibt nur noch den einen. Erstmal wenigstens. Können Sie jetzt vielleicht von meinen, Dingsens... Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Wiedergabe für ein Drei. Außergewöhnlich. Sie hat es geschafft. Hat sie es geschafft? Haben einen mechanischen Soldaten zerstört. Ja. Sie werden mir das erklären, wenn sie in meiner Gewalt sind. Machen wir. Was war denn das jetzt? Achso. Aber wie viel habe ich denn von allem? 10 und 9 jetzt noch. Gut, ich hier speichere das mal ab, für den Fall, dass ich mich irre und der doch noch irgendwo erreichbar da unten rumläuft. Aber ansonsten... Der müsste sich jetzt eigentlich hinter der Wand befinden. Und, ich sollte da rauskommen. Sehr schön. Ja. Eieiei. Gut. Anton Sokolov wird nicht mehr am Anwesen von Kirin Jindosch gefangen gehalten. Ich nehme noch ein Stückchen. Jetzt habe ich 30 Frames beim Standbild. Ich bin beeindruckt. 50. Okay. Warum nicht 50? Ich habe ja 29,97, glaube ich, eingestellt. Wieso nicht 50? 60. 65. Oh Gott, wie ich dich hasse. Wie spät ist denn das? Na, 9.44 Uhr. Ich glaube, ich gehe nachmittags ins Krankenhaus. Das ist vielleicht cooler als vormittags. Ich weiß nicht, wie lange sie schläft. Also zumindest ist Anton sicher. Jetzt zu Jindosch. Ja, ich wollte gerade sagen, hau du mir jetzt bloß nicht ab. Oh Gott, der Ärmste. Ich würde ihm so gerne einen von meinen Elixieren abgeben. Der sieht so... Der sah jetzt gerade, wir kennen ihn ja aus dem ersten Teil. Und ob ich das Ding erstmal wegfahre. Aber dann ist der auch so außerhalb meiner Reichweite. Jetzt bin ich wieder bei 23. Ist das nur im Haus? Also der sieht jetzt gerade als alter Mann, der einem tatsächlich in die Augen guckt und dann noch diesen riesengroßen blauen Fleck hat. Liebenswerter und lieber und zutraulicher aus. Als auf allen Gemälden, die ich jemals von ihm gesehen habe. Und auch als reale Figur aus dem ersten Teil, wo er ja ziemlich zerknirscht daherkam. Und wo man eigentlich auch die bewusstlos gemacht und getragen haben. Das ist... Ich glaube, darauf kann man sich einstellen, wenn man mit Sokolov zu tun kriegt. Dass man ihn bewusstlos durch die Gegend trägt. Mach hin mit dem Laden, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Mann. Jetzt. So. Sokolov geht es gut. Ja. Und dennoch sind sie zurück und wollen mehr. Ich muss da noch einen Termin wahrnehmen. Und das mache ich mal direkt, ohne jetzt nochmal die Tür zu öffnen. Ich weiß ja nicht, wo sich der Soldat jetzt aufhält. Aber ich weiß, dass es ein Ort ist, an dem ich mich nicht aufhalten möchte.
Ach nee, hier geht's nicht lang. Das lassen wir direkt mal so. Jetzt haben wir ja noch einiges nachzuholen. Ich bewege mich mittlerweile wieder relativ selbstsicher. Das habe ich jetzt nichts zu sagen. Weil hier alle Feinde soweit vernichtet sind. Und weil ich auch langsam so eine grobe Ahnung davon habe, wie man Erleuchteter. Wie man so einen Soldaten möglicherweise auch außer Kraft setzen kann. Ja, die Fliege gibt's noch. Hm. Ich muss nur Wurst Jindosh. Zum Wagen. Das ist jetzt ein alternatives Ziel, ernsthaft? Jetzt muss ich doch mal kurz in den Questlog gucken. Ziele. Eliminiere Kirin Jindosh. Oder finde eine andere Möglichkeit, Kirin Jindosh zu eliminieren. Finde den Elektroschocker. Lass Kirin Jindosh bewusstlos werden. Ach so. Nein. Okay. Rette Anton Sokolov ist ein Nebenziel. Ehrlich jetzt? Das finde ich jetzt aber unhöflich. Ich muss übrigens wieder mehr nach Gemälden gucken. Denn das haben die hier offenbar auch gemacht. Hm, hier geht's ja raus. Oder auch nicht. Oh, beidseitig verschlossen. War die nicht von der anderen Seite? War die auch zu, ne? Lief da oben nicht? Achso, hier gibt's ja noch einen Aufzug, den ich noch gar nicht benutzt habe. Also erstmal... Speichere das mal. Nochmal. Und dann vermute ich mal, dass dieses Kabel zum Aufzug gehört. Was ist hier jetzt eigentlich? Glasfußboden, das alles. Do not use the elevator between 3 o'clock and 7 o'clock. I need my 4 hours of sleep. Alles klar. 4 Stunden. Dass der sich überhaupt eines Aufzugs bedient. Bing. Wo sind wir denn gerade? 1. Guest Area. Private. Da müssen wir hin. Ich speichere mal nochmal. Ein Schisser bin. Ich werde es garantiert mal noch mit so einem mechanischen Soldaten richtig zu tun bekommen. Und dann kann ich nicht ausweichen. Ich muss mal ein bisschen leiser. Ich verstehe mich selbst nicht. Wenn ich mich recht entsinne, lief doch sogar hier oben einer rum. Ja. Scheiße! Ich glaube, das wird nicht... ausgewichen. Oh, stimmt, der hat ja hinten auch noch Augen. Allgemeiner Ordnungsmodus. Maschine ist nun im Feind laut Aufzeichnung besiegt. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Wiedergabe Gegnerexekution. 1-1-1-1-1-1-1. Mann! Ich komm da nicht ran! Maschine hat Kampf verloren. Wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Hab ich sie jetzt. Nicht doch, hör auf! Maschine hat Kampf verloren. Hör auf! Aktiviere Kampfmodus. So, sehr schön. Der ist jetzt auf unserer Seite. Das habe ich geschafft. Und wieso kann ich den jetzt nicht aufnehmen? Wieso geht das jetzt nicht? Hier. Mhm. Hinweis. Wiedergabe nach dem letzten Praxistest entfernen. Da. Wieso? Was ist denn jetzt los? Eddermeyer-Ding, du hast jetzt alles leicht versetzt. Warum ist das denn?
Wie sieht's mit dem Kopf aus? Kopf. Kopf ist hier. Das geht. Sie sind gut darin, meine Meisterwerke zu zerstören. Das brauche ich doch gar nicht. Ich bin immer noch etwas nervös. Ich weiß auch nicht genau, welches jetzt zerstört wurde. Und ob die Apparatur, die noch übrig ist, jetzt die ist. Was ist denn das für eines? Mischt. Ist das die Liebe? Oder hört die mich nur nicht, weil die draußen rumrennt? Und nicht hier drin. Oh, siehst du, ich muss noch einige Dinge finden. Drei. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Oh, ficken. Wiedergabe für eindeutigen Gegner. Da, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Scheiße, hab ich überhaupt noch ein Kabelwerkzeug? Hab ich das jetzt schon gemacht? Eins! Ach, scheiße! Mann! Ich drück wie eine Bekloppte auf die Eins! So ein Scheißdreck! Muss ich gleich mal kurz gucken, ob der automatische Speicherpunkt oder mein letzter Speicherpunkt näher dran sind. Beziehungsweise ob der Speicherpunkt, der jetzt lädt, einer ist, den ich akzeptieren kann. Oder ob ich nochmal neu gucken muss, ob ich irgendwo später abgespeichert habe. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Es läuft gerade so flüssig, es tropft schon fast. Spiel laden. Das ist das automatische Speichern. Das ja, ein Schnellspeichern war noch im Aufzug. Na, so eine Kacke! Ob ich meinen Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterdrehe? Aber das wäre jetzt echt langweilig. Also das hier kommt echt gut. Wie weit weg geht denn das? Das wollte ich hören. Ich war mir jetzt nicht sicher. Okay. Dann dürften wir sie hier jetzt haben. Es tut mir ja eigentlich schon fast ein bisschen leid, die Dinger zu zerstören, weil die echt cool sind. Aber leider nicht auf der richtigen Seite. Ich habe mein Schlafzimmer gefunden. Wobei ich kaum schlafe. Mein Geist dreht sich immer weiter. Ich muss jetzt erstmal deine Briefe lesen. Du hast ja offenbar nichts dagegen. Von Herzog Abele. Kirin, mein treuer Großerfinder, ihr scharfer Verstand ist unübertroffen. Kein anderer meines inneren Zirkels könnte derartige technische Wunder vollbringen. Ich weiß die hervorragende Leistung ihrer mechanischen in Dunwall zu schätzen. In Dunwall? Achso. Wie sie Emily Caldwins Getreue in Fetzen gerissen haben und Brenna Ashworth bezeichnet ihre Mithilfe am Oraculum als unersetzlich. Delilah wird zufrieden sein. Bitte senden Sie einen Boten, sobald Sie alles Nötige von Sokolov erhalten haben. Diese Methoden seien ganz Ihnen überlassen. Alles ist erlaubt. Wir müssen einen Weg finden, Ihre mechanischen in größeren Mengen zu produzieren. Ihr Herzog Luca Abele.
Mhm. Ramsay und der Kronmeuchler waren nur der Anfang. Ich muss Delilahs andere Verbündete finden. Jin Dosh, den Herzog, alle. Ach nee, das Bett fliegt nicht. Das hat da einen Fuß. Wollte gerade sagen. Und was liegt hier? Was liest du denn so im Bett? Konditionierung Sokolovs. Sokolov verweigert die Zusammenarbeit hartnäckiger als gedacht. Er ist ein sturer alter Bock, was ihm zum Verhängnis werden könnte, wenn ich nicht mit dem Elektroschocker aufpasse. Ich will Sokolov gefügig machen, doch er soll mir weiterhin helfen können, eine neue Version der Mechanischen zu entwerfen. Im Moment kostet jeder Soldat ein Vermögen, doch mein alter Lehrer und ich finden sicher eine Lösung, die Ausgaben zu senken. Prost. Ha, das hat sich, glaube ich, erledigt. Sofern er nicht gerade einen rausgeschickt hat, der, liegt hier vielleicht mehr als ein Kabelwerkzeug? Das wäre zu wünschen. Wie viele habe ich denn jetzt? Kann man nicht sehen. Was heißt denn hier alle Anzeigen verbergen? Was kommt denn da dazu? Jetzt ist eins weniger. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jetzt sind alle weg. Jetzt sind alle da. Und ich sehe aber immer noch nicht, wie viele Kabelwerkzeuge ich habe. Könnte ich das bitte sehen? Irgendwo? Weil meines Wissens nach habe ich jetzt einen. Was soll das hier darstellen? Oh, das wollte ich doch nicht. Einmal verklickt. Naja, scheiß drauf. Eine der schönsten Aussichten in ganz Kanaka. Boah, ist das alles geil. Was liegt denn hier jetzt noch? Ist das ein Törtchen? Nee, eine Feige. Schade, das sah so lecker aus. Konditionierung Sokolovs immer noch. Bislang konnte ich keine Feineinstellung für den Elektroschocker finden. Die Eliminierung störender Charakterzüge, beispielsweise der Willenskraft, ist nicht möglich, ohne dabei gleichzeitig Wahrnehmung und Kreativität zu schädigen. Die Maschine lässt die Versuchsperson krabbeln wie brabbeln wie ein Kind, und von Sokolov brauche ich genau das Gegenteil. Tja. Ich bin ja froh, dass er nicht einfach an Sokolov rumgetestet hat. Weil mit diesen großen Augen, mit denen er einen vorhin angeguckt hat, war er durchaus sympathisch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der ohnmächtig wird, der sah eigentlich so wach aus. Wir gucken erstmal kurz. Das ist einfach das Thumbnail. Wenn da jetzt nicht dieses Ding wäre, aber das kann ich, wenn ich so mache, kann ich es rausschneiden, ganz einfach. Und das Schwert. Aber das sieht man nicht. Wahrscheinlich werde ich sowieso nicht ein Thumbnail nehmen, weil ich es komplett vergesse in dem Moment, in dem ich das hier schneide. Bin ja schon froh, dass ich hoffentlich dran gedacht habe, den Anruf meiner Mutter aus der letzten Aufnahme rauszuschneiden. Ich speichere noch. Das dauert sonst alles. Das muss ja nicht sein. Dann wollen wir mal sehen, was der noch so alles mit seinem Schlafzimmer anstellt. Das Bett dreht sich weg, wie bei Dings bei Family Guy. Sollte ich möglicherweise wieder reingehen, bevor ich das tue? Mach das bitte nochmal. Alles hat einen Sinn. Es hängt alles zusammen, wissen Sie. Sie verschieben Wände und Böden, als wären Sie hier aufgewachsen. Und dann will ich wissen, was da noch dahinter ist. Ach so, hat sich hier jetzt möglicherweise ein mechanischer rausgeklappt? Nee. Aber ich habe immer noch das Herz. Aha. So vieles ist in Bewegung und übt einen jeweils subtilen Einfluss aus. Mit Delilah, der neuen Kaiserin, werden alle bisherigen Schranken überwunden. Vieles könnte erreicht werden. Meine mechanischen Soldaten haben ihre Rolle gespielt. Aber jeder kostet mehr, als ein reicher Mann im Leben verdient. Es könnte Jahre dauern, selbst eine Lösung zu finden.
Aber mit einem fügsamen Sokolov könnte ich den Prozess vielleicht optimieren, um neue mechanische zu einem Bruchteil der Kosten herzustellen. Ob ich meinen alten Lehrer mit dem Reiz der Entdeckung verführen oder ihm die Klammern ansetzen und den Strom einschalten muss, ist mir egal. Es wäre so geil, wenn solche Menschen nicht individuell wären. Also wenn sie zwar über diesen genialen Geist verfügen würden, aber ihn nicht dafür missbrauchen würden, sage ich mal, ihre eigenen Überzeugungen damit so gnadenlos durchzusetzen. Weil an sich ist das, was der macht, ja nach wie vor eine echte Leistung. Der schafft da wirklich was. Aber, oh ja, tatsächlich. So, Mana voll. Gut, dann versuchen wir jetzt mal, was an Doris entfällt, wenn ich rausfinden sollte, wie ich diesen Raum jetzt wieder drehen kann. Mist. Ist kein Hebel. Daran habe ich gar nicht gedacht. Verdammt. Kann ich das jetzt überhaupt wieder zurückdrehen? Der Hebel kann ja jetzt rein theoretisch überall sein. Ich muss ja im Raum bleiben. Ha, hier ist der Knopf. Bleib mal kurz hier drin. Weil der Raum hat sich ja auch verändert. Oh, der schiebt sich. Aha. Na, das wird ja sofort untersucht. Einen Platz haben wir noch frei. Flinker Kämpfer, du wirst nicht verlangsamt, wenn deine Waffen gezogen sind. Sehr schön. Ansonsten gibt's hier wenig. Der Herr hat eine Rotlichtlampe. Dann drücken wir den Knopf jetzt nochmal. Und dann nochmal. Das sieht aus, als würde sich alles drumherum bewegen und nicht der Raum selbst. Das ist merkwürdig. Ja, auch sein mögen. Sie sind überaus hartnäckig. Oh, verdammt, ich hätte ja auch jetzt da reingehen können. Da ist tatsächlich noch viel mehr. Ach, und hier ist ja noch ein Hebel. Da muss ich mich gar nicht großartig beeilen. So, ich bitte um eine Frage. Huch, jetzt geht's auch noch runter. Hier sollte ich hin.